Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit Fakten über Sarabi, die manche von euch vielleicht noch gar nicht wussten. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder Willkommen im Haus der Eulen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Ja, dann starten wir mal los. Sarabi in König der Löwen 2. In der Szene, in der sich Kiara auf ihre erste Jagd macht, gibt es eine Löwin, die Sarabi verblüffend ähnlich sieht. Und viele denken, dass es sich hierbei auch um Sarabi handelt. Das dürfte allerdings nicht stimmen. Denn ursprünglich war geplant, dass Sarabi eine wichtigere Rolle in König der Löwen 2 bekommt. Dies wurde allerdings nach dem Tod ihrer englischen Synchronsprecherin wieder verworfen. Sarabi in die Garde der Löwen. In Staffel 2, Folge 11 gibt es eine Löwin, die Sarabi verblüffend ähnlich sieht. Hier gehen manche davon aus, dass es sich hierbei um Sarabi handeln könnte. Was denkt ihr? Sarabis Geschwister. In den ersten Entwürfen zu König der Löwen hatte Sarabi drei Schwestern. Nanda, Diku und Dvala. Hier war auch geplant, dass Nanda Nalas Mutter sein soll. Und somit wäre Sarabi Nalas Tante und Simba und Nala verwandt gewesen. Aber aufgrund der Liebesgeschichte, die sich zwischen Simba und Nala entwickeln sollte, wurde das dann wieder gestrichen. Und aus Nanda, Sarabis Schwester, wurde Serafina, ihre beste Freundin. Und ihre anderen beiden Schwestern wurden verworfen. Der Löwe im Mond. Im Skript zu König der Löwen war es ursprünglich geplant, dass Sarabi für Simba nach dessen Begegnung mit den Hyänen ein Lied singt. The Lion in the Moon. Oder auf Deutsch, Der Löwe im Mond. Dieses Lied hätte ihn nach den Ereignissen etwas beruhigen sollen. Allerdings hat es auch diese Szene nicht in den Film geschafft. Verbannung. Auf einer Webseite von Disney, die schon lange gesperrt ist, stand, dass Sarabi mit einigen Außenseitern verbannt wurde. Ich vermute allerdings, dass das nicht Kanon ist und nicht offiziell zur Story gehört. Das Wasserloch. Im Film König der Löwen gibt es eine deleted Scene, in der die Hyänen versuchen, Sarabi vom Wasser zu scheuchen. Nala stieß allerdings dazu und half ihr. Was wurde aus Sarabi? Dazu konnte ich tatsächlich nicht wirklich was finden, außer einige Fantheorien. Wenn ihr dazu irgendwas wisst oder eine eigene Theorie habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Ja, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!